Der Angriff der Hamas auf Israel und seine Zivilbevölkerung sorgte weltweit für Bestürzen. Die Gegenangriffe Israels auf den Gazastreifen lösten in anderen arabischen und auch in westlichen Ländern Solidaritätsbekundungen mit Palästina aus. Doch auch innerhalb der arabischen Welt gibt es Kritik am Vorgehen der Hamas. Das wurde nun in einem Interview mit dem arabischen TV-Sender Al Arabiya deutlich. Dabei sprach die Journalistin Raja Nabil ungewöhnlich deutlich mit dem Hamas-Führer Khalid Mashal. So bezeichnet sie das Vorgehen der Hamas als eine Kriegserklärung. Selbst die Menschen in Gaza seien von dem Angriff überrascht worden. Der Hamas-Vertreter verteidigt den Vorfall als eine Form von Widerstand. Dann wird die Journalistin noch kritischer und konfrontiert Mashal mit den Folgen des Hamas-Angriffs. Der Hamas-Sprecher betont daraufhin noch einmal, dass seine Truppen nicht die Zivilbevölkerung als Ziel haben, es aber in jedem Krieg auch zivile Opfer gebe. Der Frage, ob er sich für die Opfer des Angriffs auf Israel entschuldige, weicht Mashal aus. Nabil spricht den Hamas-Vertreter auch auf seine Kritik gegenüber anderen arabischen Partnern an. Vor allem von den Anrainerstaaten Israels erwarte er mehr Unterstützung, so Mashal. أن يكون موقفه أقوى وأقوى ما هو المزيد؟ ما هو المزيد؟ هل تطالب يعني فيما يتعلق بلبنان ويعني وأنت تتابع هذا وتشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي الناس في لبنان تعيش وضعا سيئا ليست في حاجة إلى حرب جديدة تكلفها المزيد من الفواتير. Und stellt kurz darauf klar. أنتم أقدمتم على هذه الخطوة وهي العملية السابعة من أكتوبر والآن تطالبون العرب بالتدخل. العرب لم يكن شركاء معكم في اتخاذ Hassan Hassan, ein US-amerikanischer Journalist syrischer Herkunft, kommentierte, er habe bisher noch nie ein so schonungsloses Verhör palästinensischer Führung gesehen. In den sozialen Medien loben viele Nabil für ihr schonungsloses Interview. Die Verherrlichung des Angriffs der Hamas durch Mashal wird hingegen von vielen westlichen Stimmen scharf kritisiert.